Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Fußball-Bundesliga-Freitag. Heute haben wir Match Attacks, die aktuelle Trade-Card-Serie von Topps, 5 Booster, die wir jetzt unboxen werden. Und wir machen es so wie immer, wir hauen die Booster erstmal auf, ganz normal, das kennt ihr ja auch, sortieren die dementsprechend richtig herum, ich nehme die mal eben kurz hier rüber, dann ist das ein bisschen einfacher, sortieren sie wie gesagt richtig rum. Ja, ich hasse das. Warum machen die das nicht in eine Richtung? Na, egal. Ich lege sie mir hier schon mal hin. Und dann werden wir nach dem Unboxen uns die Bilder natürlich angucken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite danach ein Sammelmappen-Update durchführen. Das heißt, alle Bilder, die noch in die Sammelmappe passen, werde ich dementsprechend einsortieren. Auch das ist natürlich wie immer so. Es gibt hier noch eine Besonderheit. Es gibt einen Gewinncode in den Tüten drinne. Und diesen Gewinncode werde ich euch zur Verfügung stellen. Das mache ich ja sonst auch immer so und das werde ich jetzt, wie gesagt, auch so weiterführen. Zack. Was man noch sagen muss, hier der Booster an sich, ihr könnt ihn ja auch hier sehen, sieht wirklich sehr anregend aus, ist super, passt optimal, Bundesliga. Es gibt nur eine Version, es gibt also nicht verschiedene Booster, das hat man ja auch sehr oft, Adrenalin macht das auch ganz gerne, also Panini. Aber hier gibt es wirklich nur diesen einen Booster zu sammeln. Jetzt sind wir auch gleich mit dem Aufreißen sozusagen fertig. Einen haben wir noch. Wir können noch mal eben kurz hinten drauf gucken. Für alle, die es interessiert, könnte man eben sagen, dass es wichtig ist. Es gibt 458 Sammelkarten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Limitierten da schon mit drinne gezählt sind, weil das wird ja irgendwie nie auf, ja, wie soll ich sagen, aufgeführt. Das kotzt mich tierisch an, dass man nicht von vornherein weiß, wie viele limitierte Karten es gibt. Man kann eben sicher sein, dass es so ein Clubwappen in jedem dritten gibt. Matchwinner Hattrick in jedem fünften. Da gibt es noch ein Offensiv-Trio. In jedem 12. Viererkette, in jeder 12. Auswärtskarte, in jeder 8. Club 100, in jeder 60. Und limitierte Karten sind in jedem 500. 167. beziehungsweise 84. Pack mit drin. Das kommt eben darauf an, ist es eine Gold-, Bronze- oder Silber-limitierte Karte. Also wenn man mal eine Goldkarte hat, eine in jedem 500. Das ist natürlich schon... warum geht die jetzt nicht auf? Schon extrem heftig. Wir gucken auch gleich nochmal auf dieses Wochenende. Wir haben ja ein paar Bundesligaspiele, die... Ich suche mir ja immer 2 Spiele eigentlich raus aus dem oberen und unteren Tabellenkeller, sage ich ja immer so ganz gerne, um dementsprechend da ja mehrere anzusprechen. Und welche Partien ich mir da ausgesucht habe, das bekommt ihr gleich mit. Ich zoome mal eben ran, dass wir die Karten auch richtig cool sehen können. Ich denke mal, ich mache es wieder mit der linken Hand, weil rechts immer der Schatten reinkommt. Seht ihr ja hier... Na, der Schatten kommt immer zuerst. Verdunkelt die Karte möchte ich nicht. So, wir machen ein bisschen Platz. Hervorragend. Ja, nun können wir eigentlich schon anfangen. Wartet mal eben. So. Und schauen uns die Karten an. Angriff HSV. Routinier Ivica Olic. Das kann man definitiv sagen. Es kommen ja auch bald die Magic Tags Extra Karten raus. Die müssten eigentlich im April sein. Abwehr Augsburg. Augsburg habe ich schon sehr viele. Aber ich glaube, Philipp Max habe ich noch nicht. Ja, Augsburg ist ja so ein Stichwort, da werden wir uns gleich nochmal in Ruhe drum kümmern. Hier haben wir Eintracht Braunschweig, das müsste das Wappen sein. Also es sind auch Wappen und Spieler der zweiten Liga enthalten, aber nicht viele. Es gibt jedes Wappen zwar, aber ich glaube dann nur 2 Spieler jeweils. Mittelfeld, 1. FC Köln, Kevin Vogt. Zu Wappen habe ich ja auch Dienstag ein bisschen was gesagt. Ich finde die Bundesliga-Wappen, hier Felix Wiedwald, richtig guter Torwart von Werder Bremen. Ich finde die Bundesliga-Wappen nicht so spannend wie die englischen oder auch die südamerikanischen. Aber ich finde es im Großen und Ganzen nicht schlecht. Zum Beispiel von den Ingolstädtern, also von den Schanzern, das Wappen finde ich mega gut. Das Werder-Wappen finde ich auch natürlich gut. Bin ja auch Werder-Fan, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun. Von Braunschweig, Köln, da gibt es schon wirklich einige gute. Das von Hoffenheim mag ich jetzt nicht so gut, nicht so gerne. Hier haben wir Eugen Polanski als Abräumer. Das passt auch ganz gut, Abräumer. Ja, Hoffenheim hat natürlich ganz schön auf den Sack gekriegt. Jetzt gegen Stuttgart 5:1 verloren. Das war schon richtig heftig. Fabian Lustenberger von Berlin. Auch schon sehr, sehr lange dabei. Das wäre nochmal eine Sache, die interessant wäre, wenn man das da irgendwie hinschreibt, seit wann er in dem Verein ist. Hier haben wir Edgar Priep von Hannover 96. Ja, für Hannover. Die haben jetzt ja auch noch einen richtigen Brocken, glaube ich, vor der Brust. Also einen von den oberen als Gegner. Einen von den Top 5, glaube ich, gegen diese spielen müssen. Und wenn sie da verkacken, dann war es das wohl definitiv. André Schürrle von Wolfsburg. Ja, das ist auch so eine Sache. Da hat Wolfsburg definitiv zu viel Geld ausgegeben. Das wusste eigentlich jeder vorher. Ja gut, aber Wolfsburg hat es. Also Werder hätte niemals 30 Millionen so einen Spieler bezahlt für so einen Spieler. Weil er es auch von der Leistung her nicht wert war. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Hier haben wir Ostschulek vom HSV. Ja, der HSV hat dieses Jahr eine ganz gute Saison. Hier haben wir noch ein Wappen. Oh, Greuther Fürth. Clubkarte. Die Kleeblätter, auch ganz süß.
Und ja, wie gesagt, der HSV für mich spielt eine sehr gute Saison im Vergleich zu den letzten 2 Jahren. Und hat sich da, ja, man muss mal gucken. Also ich glaube, man hat bald 30 Punkte voll oder hat die schon voll. Das ist schon natürlich eine sehr gute Sache. Ehemaliger Bremer hier, Leon Andresen von Hannover 96. Und ehemaliger Hannover 96er, Lars Stündl, jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Oh, geil. Da haben wir eine Matchwinner-Karte. Die sieht richtig gut aus. Ich denke, man kann das auch sehr gut sehen. Es sind so Sterne mit drinne. Dann ist Tops da irgendwie in verschiedenen Farben mit drin. Match Attacks als Zeichen ist im Hintergrund mit eingearbeitet. Das sieht richtig nice aus. Matchwinner, ich will mal gucken. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, sowas nachzugucken. In jeder fünften. Naja gut, in jeder fünften ist Matchwinner oder Hattrick-Held drin. Das ist ja noch überschaubar. Starspieler Marco Reus, definitiv, hat eine Bombensaison. Ich hoffe, dass der fit bleibt für die Europameisterschaft, Leute, weil den werden wir echt da brauchen. Timo Werner, ja, Stuttgart, da hat sich das gelohnt, dementsprechend den Wechsel zu vollziehen. Hier das Logo vom VfL Wolfsburg, das finde ich nicht schön. Also gefällt mir persönlich optisch überhaupt nicht. Absolut nicht mein Ding. Da finde ich das VW-Zeichen noch attraktiver. Köln, ja, Frederik Sørensen vom Gölle. Spielmacher, Mario Götze, ist für mich überhaupt kein Spielmacher. Also Mario Götze mag vieles sein, aber ein Spielmacher ist er nicht. Er ist auch kein typischer Torjäger, er ist so ein Wurschtler, sag ich einfach mal. Als nächstes, Elfmeterkönig, ja definitiv, Dominik Strohengel von Darmstadt 98, definitiver Elfmeterkönig. Ich weiß gar nicht, hat der einen verschossen oder so? Mehr hat er, glaube ich, noch nicht verballert. Benedikt Tövedes, ewig, Schalke 04, hat er seinen Vertrag vor ein paar Monaten verlängert. Im Endeffekt Lebenszeit, bleibt immer Kumpel. Sozusagen. Lieber Kumpel als Kohle oder so. Oh, das ist geil. Das ist hier so eine Auswärts-Trikotkarte. Ja, so eine Trikotkarte. Die ist durchsichtig. Ihr seht das ja. Man kann jetzt Hövedes unter Junuzovic sehen. Haben sie ganz geil gemacht. Die Auswärts-Trikots selber gefallen mir nicht. Bremen hatte geile Trikots in Frankfurt. Das war so eine limitierte Aktion. Die Trikots sahen richtig geil aus. Die waren weiß mit dem Bremer Schlüssel drauf. Also die waren echt cool. Und nun aus der zweiten Liga Union Berlin. Sören Brandy auch schon, ja, ewiger Bestandteil in der zweiten Liga, kann man sagen. Und von Frankfurt haben wir hier Alexander Ignowski, ebenfalls ehemalig Werder Bremen. Ja, ich sortiere mal eben die Doppelten aus, dann gucken wir, dass wir die Bilder in die Sammelmappe einsortieren und bam bam, schauen uns mal diesen Spieltag an, der da folgt. Ja, du kannst losgehen mit dem Einsortieren. Es sind ja nicht mehr so viele Bilder übergeblieben, ich glaube 15 oder 14. Aber ist ja nicht schlimm, das bedeutet ja auch, dass meine Mappe so ein bisschen voller geworden ist. Freut mich natürlich dann auch umso mehr. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben bei knapp 500 Karten, wundert das nicht. Aber es geht schon ganz gut voran. Und mir macht es einfach immer noch richtig tierisch viel Spaß, diese Serie zu sammeln. Ja, was haben wir jetzt? Ja, dieses Wochenende haben wir ja noch das Spiel zwischen, ich glaube, Darmstadt spielt gegen Augsburg. Das wird natürlich ein absolut wichtiges Spiel für beide. Ich sag mal so, der Gewinner würde da einen riesen Schritt machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die unentschieden spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ding unentschieden ausgeht. Aber wirklich, für die ist natürlich Abstiegsduell technisch, das ist richtig, richtig fett. Und oben, ja, oben hat man natürlich Freitag Hertha gegen, na, gegen wen spielt Hertha Berlin denn hier? Hertha BSC Berlin spielt jetzt gegen Schalke. Gegen Schalke, das ist auch richtig fett, das Spiel. 8, 9, 1, 2, 3, 4. Und auch da riecht es fast nach unentschieden. Was wäre besser für den deutschen Fußball? Ich weiß nicht. Berlin sehr, sehr überraschend oben mit dabei. Muss vielleicht erstmal noch ein Jahr Euroleague spielen, um zu gucken, ob das Champions League-mäßig reicht. Nicht, dass die in der ersten Runde auch sang- und klanglos rausgehen und es nicht mal in die Quali-Runde schaffen. Das kostet den Deutschen insgesamt ja auch Punkte, so gesehen. Und darum sage ich einfach mal, wäre es vielleicht besser, wenn Schalke in die Champions League einzieht. Andererseits weiß man ja nie, ob so ein Push nicht auch was richtig Geiles bewirkt. Das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht ein Jahr Euroleague für Berlin erstmal schnuppern, wie das so international abläuft. Und dann als nächstes durchaus, warum nicht, sagen, alles klar, jetzt greifen wir auch in die, ja, Champions League-Richtung mal an in der nächsten Saison. Erstmal gucken, wie das mit der Doppelbelastung abgeht. Muss man, wie gesagt, mal schauen, das ist nicht einfach. Man sieht das ja bei vielen kleineren Vereinen, oder vielen Vereinen, die lange nicht international gespielt haben. Wenn sie es dann tun, bricht es ihnen schon nach einer Saison das Genick. Also jetzt Werder ist jetzt kein gutes Beispiel. Die haben ja ein Jahrzehnt fast da oben mitgespielt. Das kann man so nicht sehen. Aber wenn man jetzt Hannover 96 sich anguckt oder Augsburg sich anguckt, da ist einfach diese internationale Sache schon sehr, sehr ligalastig ein sehr großes Problem. Ich glaube nicht, dass Augsburg diese Saison annähernd ein solches Ligaproblem gehabt hätte, wenn sie nicht international gespielt hätten.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Genauso Borussia Mönchengladbach sind sehr, sehr schwer in die Gänge gekommen. 2, 3, 4, 5, 6. Und ich weiß nicht, wo sie ohne Champions League geblieben wären. Aber man muss erstmal gucken. Man kann das nie genau sagen, ob das jetzt was bringt oder nicht. Man hat ja bei Bremen auch ein kleiner Verein. Und die haben, wie gesagt, dann ja 10 Jahre lang international richtig gut gespielt. Sind auch sehr oft entweder noch in die Euroleague gekommen und sind dort weit gereist. Oder eben haben es sogar in die nächste Runde in der Champions League geschafft. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also von daher ist das auch nicht immer so einfach abzuhandeln, das Thema. 304 und da haben wir die 33. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hier seht ihr, das sind eben die Glitzerkarten. Da ist es noch ein bisschen offen. Nach Wolfsburg kommen ja diese Matchwinner und wie heißen die anderen? Die Jungs. Hattrick-Helden, glaube ich, kommen da auch rein. Ja, und danach geht es dann in die zweite Liga. Da ist schon wieder ein bisschen mehr, was ich an Bildern habe. Was ich schön finde diesmal, ist, dass die Wappen auch passen. Also nicht, dass es falsche Wappen gab, aber man hat manchmal beim Einsortieren das Wappen dann hier gehabt und dann ging das hier so rüber weiter. So hat man das Wappen am Anfang und dementsprechend kommen dann die, ja, wie soll ich sagen, die dementsprechenden Spieler dazu. Das finde ich eigentlich ganz cool an dieser ganzen Sache. Das war ja nicht immer so gut gelöst worden. Das hat man hier aber sehr gut gemacht. Und für alle, die es da noch wissen wollen, nach dieser zweiten Liga kommen dann zum Beispiel noch diese Trikotkarten, wie auch hier. Da habe ich ja noch nicht so viele. Ausgerechnet Junuzovic, den ich doppelt habe, habe ich natürlich bekommen. Dödö. Und dann hat man hier noch Taktikkarten und dann geht es weiter hier. Und da bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt mit den limitierten Karten. Das sieht schon ganz brauchbar aus. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Aber das ist ja eben auch so eine Sache, die ich einfach nicht gut finde, dass man nicht angibt, wie viele limitierte Karten es gibt. Das geht mir so auf den Zeiger. Aber was soll's. Also der Tag war ganz gut. Zahnarzt ging auch einigermaßen vonstatten heute. Hat alles ganz gut geklappt, dass ich heute Abend das Video noch schalten konnte. Das war super. Morgen haben wir Kuddelmuddel Samstag. Da haben wir Beyblade und am Wochenende haben wir ja noch deinen Sonntag. Und da geht's auch nochmal richtig zur Sache. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye. Ach nee, Moment mal. So, jetzt dürfte es ganz gut sein. Ihr seht es hier unten, ich kann es auch nochmal vorlesen, YKXABEV2. Wow, das ist echt nicht einfach, ich lese es vor, MT8JT769. Ah, so, schon besser, die war gut. JF1PIWD0. TPT60X8H. Last but not least, RN97X06W. Jetzt aber, das war's für heute, euer No Orange. Ciao, tschüss und goodbye.